dass 2024 schon ein Sommermärchen wird und 2025 sind wir ja ganz sicher, dass es ein Sommermärchen wird. Und damit sind wir beim Fußball mittendrin, wenn ich da unser Forum anmoderieren darf, mit dem Partner und Sponsor Red. Red Sport Netzwerk muss ich noch ein bisschen mehr angewöhnen, Red Plus. Wir haben letztes Jahr den Alex Grimm gehört, der das Konzept vorgestellt hat. Ein Jahr seid ihr jetzt weiter, habt weitergearbeitet und ich würde fast dich auf die Bühne bitten, Alex, mit dem Wort So What? Wo steht ihr? Und dementsprechend mit einem sehr großen Applaus und Dank, dass ihr als Presenting Partner auch vom Fußballforum in dem Jahr wieder dabei seid. Herzlich willkommen, Alex Grimm. We give your sports a stage. Ja, auch von meiner Seite ein herzlich willkommen hier in Luzern. Hans-Willi hat es angetönt, letztes Jahr war ich hier auf der Bühne, durfte euch Red Plus soweit vorstellen. Ein Streaming-Media-Projekt, was wir vor gut jetzt eineinhalb Jahren lanciert haben. Die Folien warten wir noch. Gut, vor eineinhalb Jahren lanciert haben und uns eigentlich vier Thesen und vier Trends verschrieben haben. Wir sind heute überzeugt davon, dass sämtliche Spiele in Zukunft im Sport von sämtlichen Sportarten in irgendeiner Art und Weise gefilmt, aufgenommen oder gestreamt werden. Ein weiterer Teil: durch technologischen Fortschritt werden wir Möglichkeiten haben, auch untere Ligen medialisieren zu können, digitalisieren zu können. Und wir werden von Konsum her neue Herausforderungen haben, wie wir Content konsumieren werden. Aber die Basis, dass wir Content auch anders, vor allem Social Media, Kurzshorts etc., bedingt, dass wir Spiele, Fußballspiele in der Gesamtheit produzieren können. Und zum Schluss Daten und Analysen auch in den unteren Bereichen. Das ist nicht vorbehalten dem Profisport, sondern auch ambitionierte Nachwuchsspieler selber wollen heute wissen, wie sie gespielt haben, welche Daten, dass sie generiert haben während 90 Minuten Fußball. Red hat eine klare Positionierung. Wir haben immer von Anfang an gesagt, dass wir das Feld sogenannte Tier-2-Sportarten besetzen wollen. Das heißt, wenn wir vom Fußball reden, reden wir nicht von der Super League und von der Challenge League in der Schweiz, sondern wir reden von der Promotion League abwärts und vom Juniorenfußball oder generell Juniorensport. Wir unterscheiden uns auch komplett, was die Zielgruppe anbelangt. Wir müssen realistisch sein, dass mit dem Produkt, was wir heute im Markt anbieten, dass wir vor allem die Leute ansprechen, die involviert sind. In erster Phase oder im ersten Fokus Spieler selbst, die Coaches, die nach dem Spiel die Spiele analysieren möchten, die ihre Teams vorwärts bringen wollen, die die Gegner vom nächsten Wochenende analysieren wollen, sich gewissenhaft vorbereiten möchten. Aber auch Schiedsrichter. Wir haben Schiedsrichter hier, die entsprechend nach den Spielen heute die Möglichkeit haben, ihre Leistung selber akribisch zu hinterfragen, nochmals Szene für Szene anzuschauen. Aber auch Fans natürlich, Familienmitglieder, die heute die Möglichkeit haben, sämtliche Spiele zu konsumieren. Und uns geht es nicht darum, die Leute vom Heimspiel abzuhalten, sondern uns geht es darum, Auswärtsspiele, wo man vielleicht nicht mitreist, wo der Junior unterwegs ist oder der Sohn unterwegs ist, weshalb kann ich mir heute nicht einrichten. Ich habe die Möglichkeit, sämtliche Spiele in gesamter Länge, in Zusammenfassung, danach live, wie auch immer, zu konsumieren. Und natürlich die involvierten Clubmitglieder, auch das nicht zu unterschätzen, dass die lokalen Clubs heute eine Community an Mitgliedern haben von mehreren hundert Leuten. Die sind involviert in dem Umfeld und die suchen solche Inhalte. Das sind die, die solche Inhalte auch konsumieren. Die möchten wir gerne bedienen. Bedienen tun wir sie mit einem Pay-Modell. Wir haben es heute von der SRG gehört, das darf nicht immer alles Pay sein. Oder Sie haben noch die Fahne hoch mit Free-TV, das soll auch unbedingt so sein. Hier haben wir einfach definitiv einen Case,
wenn es finanzierbar sein soll und muss, dann brauchen wir eine Pay-Schranke. Und die Pay-Schranke haben wir wie zwei Säulen. Die eine Säule ist auf der Plattform selber, auf der OTT-Plattform mit zwei Preismodellen, ein Monatspreis und ein Jahrespreis. Und ganz, ganz wichtig, eine Clubvermarktung. Wir holen die Clubs, die Community direkt ins Boot in der Vermarktung. Wir lassen sie auch partizipieren. Wir lassen sie an sämtlichen Umsätzen partizipieren. Und über die Clubkanäle, und das seht ihr hier, haben wir einen sehr, sehr attraktiven Preis von 59,90. Also über die Clubvermarktung selber kann das der Spieler, das Vereinsmitglied, die Eltern profitieren. Aber das bedingt auch, dass die Clubs selber mit anpacken und über ihre Kanäle ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Wir haben tolle Use Cases diesbezüglich, wo Clubs, und zum Teil sind das ganz einfache Sachen, ein Brief an die Eltern mit dem Verweis auf ein Angebot, mit der Information, dass sämtliche Spiele ihrer Kinder heute auf der Plattform verfügbar sind und über solch ein Angebot konsumiert werden können. Kickback ist, glaube ich, wichtig. Alle Einnahmen, die wir generieren bei Red Plus auf der Plattform und nicht nur über die Subscription, sondern auch die Vermarktungseinnahmen, die von uns direkt kommen, partizipiert der Club bzw. die entsprechende Liga oder Verband. Was ist Red heute bzw. was bietet Red? Kamerasysteme, wir setzen, und das ist die Voraussetzung, das ist ein Infrastruktur-Case, komm nachher auf die Zahlen zu sprechen. Eine Kamera, die fest installiert ist, eine KI-Kamera, eine Smart-Kamera, die die Spiele vollautomatisiert produziert bzw. aufnimmt. Wir generieren heute Spielbilder, 90 Minuten im Fußball, und daraus generieren wir aber zwischen den Spieltagen eine Vielzahl von Content-Stunden, die uns ermöglichen, eigentlich 24 Stunden ein Thema, eine Sportart, eine Liga zu bespielen. Wir entwickeln eine Community in der jeweiligen Liga und Sportart, die wir aufbauen, wo wir interagieren, und am Ende des Tages wollen wir neue und zusätzliche Revenue Streams für die Clubs, für die Ligen generieren, indem dass wir da eine gemeinsame Vermarktung und Vorwärtsstrategie haben. Schauen wir zurück, ein Jahr Red, beziehungsweise ein Jahr und drei Monate. Gestartet sind wir mit der dritthöchsten und vierthöchsten Liga im Fußball, Promotion League und Erstliga Classic. Wir sind dann im Januar ins Eishockey eingetaucht mit der My Hockey League und der Post Finance Women's League, wo wir ab Januar sämtliche Spiele produziert und übertragen haben. Mit dem National Cup hatten wir auch die erste Broadcast-Produktion, wo wir die Finalpartien übertragen haben. Und dann ist es Schlag auf Schlag weitergegangen. Zweite Saison, da befinden wir uns jetzt seit August. Zusätzlich konnten wir die Amateurliga, Zweitliga Interregional, also im Fußball fünfthöchste Liga, onboarden und mit dem Schweizerischen Fußballverband eine Kooperation schließen. Die haben wir gestern kommuniziert. Da geht es nicht um Streaming, sondern mit unserem Kamerasystem werden die Leistungszentren im Schweizer Fußball mit unserem Kamerasystem die U19, U17 und U16 Teams werden aufgenommen. Aufgenommen und danach analysiert vom Fußballverband. Da sind wir also Technologiepartner, und da zeigt auch, dass Red nicht nur ein Streaming-Media-Partner ist. Spannendes Projekt und Launching waren dann die Juniorenligen im September im Eishockey. Wir haben mit den Eliten-Junioren gestartet, U20, U17, 15 und 13. Eine komplett neue Erfahrung, weil das das erste Mal auch Junioren bzw. U-Sports im Streaming-Bereich gegeben hat. Und dann mit der ersten Liga auch im Amateurbereich im Eishockey. Also ihr seht, Fokus, nicht nur Fußball, sondern auch ganz viel Eishockey. Und Ausblick 2024, Tischtennis, die Tischtennis-Liga, Frauen- und Herrenliga, die wir in unser Programm aufnehmen werden. Zahlen, schneller Rückblick, 48 Teams gestartet, wir sind heute bei 317 Teams, die sämtliche Meisterschaftsspiele von uns produziert bekommen. Wir haben mit zwei Ligen gestartet, wir haben mit knapp über 100 Spielen im Oktober letztes Jahr gestartet, und ihr seht, wo sich das Ganze hinentwickelt hat. 13 Ligen heute,
über 400 Spiele. Das wird in einem Jahr nochmals verdoppelt. Da reden wir von 800 Spielen in einem Monat. Und wir reden von über 200 Kamerainstallationen. Also 200 Stadien und Eishockey-Arenen heute, die mit unserem Kamerasystem ausgestattet sind. Es bedingt einen Game Pass, das heißt, die Leute müssen sich bei uns registrieren. 3.500 letztes Jahr im Oktober, heute sind wir, aktuelle Zahlen November, schon bereits über 24.000 registrierte aktive User auf der Plattform. Und das zeigt sich dann auch in den Zahlen. Hier reden wir von der OTT-Plattform Pay, 15.000 letztes Jahr sogenannte Unique Users, heute sind wir bei 51.000 und über 120.000 Livestreams im Monat, die abgerufen werden. Und was sensationell ist und wirklich alle Erwartungen übertroffen haben, 46 Minuten Verweildauer. Bei 90 Minuten Fußball, also 50% der Spiele, die effektiv geschaut werden. Wenn man die Gesamtreichweite anschaut, weil wir haben vorhin von OTT geredet, das ist eben nicht nur die OTT-Plattform, sondern wir haben über Social Media und über unsere Free-Partner, das ist vor allem der Blick, auch eine Verbreitung von kostenlosen Inhalten. Und wenn man dann die Gesamtreichweite vom Oktober anschaut, dann sind wir von über 1,2 Millionen Video-Plays, die wir generieren konnten. September, also einen Monat vorher, mit Eishockey-Saisonstart sogar bei 1,7 Millionen Videoplays über sämtliche Plattformen. Die Cloud-Plattform, das ist unsere Basis und ein Ökosystem, was wir heute anbieten. Kamerasysteme von uns, wir werden aber ab 24 auch die Möglichkeit haben, externe Kameras mit einzubinden. Wir haben eine automatisierte Programmierung der Spiele, da muss also keiner irgendein Spiel anlegen, das wird also komplett von uns übernommen. Wir haben Daten, die wir integrieren, die wir in die Sportproduktion brauchen. Es ist Daten und Bilder. Wir können aber auch händisch, wenn es nötig ist, über unser Cloud Studio. Wir können aus der Cloud-Produktion selber direkt den Feed an externe Partner versenden oder in unsere Produkte. Und das ist wichtig. Daten und Video kommen in alle unsere Produkte rein und können so entsprechend dann auf weitere Plattformen, ob eine OTT-Plattform, ob das Drittplattformen sind etc. distribuiert werden. Was brauchen wir für die Automatisierung? Die Automatisierung brauchen wir einen sportspezifischen sogenannten Autofollow, also KI-basiert, dass die Kamera dem Sport folgt. Fußball funktioniert anders als Eishockey, Handball funktioniert anders als Unihockey. Dann brauchen wir ein Storyboard. Ein Storyboard, was uns ermöglicht, ein Spiel komplett zu steuern. Wann kommt welcher Content, inklusive kommerziellen Inhalten? Wann kommt der Sponsorenspot? Wann kommen Logo-Einblendungen? Wann soll die Kamera starten? Das wird einmal definiert. Dann brauchen wir die Daten. Wenn die Daten nicht verfügbar sind, muss man sie händisch produzieren und am Ende des Tages dann Grafiken. Plattformspezifisch dann das Cloud Studio. Das ist eigentlich unser Herzstück. Grundsätzlich brauchen wir es nicht. Für Teams, die entsprechend das kommentieren wollen, ist das eigentlich unsere Kommentarfunktion. Den Kommentator hinsetzen, cloudbasiert auf einen Laptop und kann ein Spiel kommentieren, sofern wir komplett automatisiert mit Daten unterwegs sind. Ansonsten haben wir hier aber auch die Möglichkeit, Daten zu erheben und entsprechend zu steuern, ein Spiel zu steuern, inklusive Kameraswitches. Ihr seht hier ein Beispiel aus Schweden heraus mit unserem Kamerasystem, wo genau auch das eine Live-Regie mit sich bringt. Und wo wir hingehen und wie nahe, dass wir Richtung Broadcast gehen, sehen wir im nächsten Video. Cerloni, that made that play. Up high it goes, wrist shot, blocked, rebound, puck's loose, still loose, shot, scores! Power play goal by Miles Gunty, and it is 1-0 Phantoms as they connect on the game's first power play. Somit seht ihr auch hier, wohin das wir arbeiten. Multikamera, also wirklich die Möglichkeit, das Kamerasystem auszuweiten, nicht nur mit einer Kamera, sondern mit mehreren Kameras zu arbeiten und relativ nah entsprechend an die Broadcast-Produktion ranzukommen. Eigene Kameras mit reinzunehmen, Interviewsituationen mit zu integrieren, auch das wird eine Option sein, die wir bald unterstützen werden.
Die ganzen Daten und Bilder, die kommen aber bei uns eben auch in weitere Produkte, nämlich vorrangig in das Performance-Analyse-Produkt. Wir haben ein Optical Tracking, das heißt, sämtliche Spieler werden auf dem Platz verfolgt, werden dementsprechend mit Laufwege und Parameter versehen. Und wir generieren da entweder Live- oder Post-Match Datenpunkte im Fußball von zwischen 1200 und 1500. Und ihr seht hier, was wir alles erheben. Und wir reden hier vom Amateur- und Youth-Bereich. Also im gleichen Leistungslevel und Datentiefe, wie wir das von den Profis erkennen. Die ganzen Daten danach in der Perform-Plattform, Visualisierungsoptionen, Möglichkeiten, das weiter zu verarbeiten, zu sharen mit den Spielern. Hier seht ihr, wie die Daten in der Visualisierung auf der Plattform mit angeboten werden, wo vor allem dann die Coaches profitieren können nach den Spielen. Ein weiteres Element oder ein neues Produkt, was wir lanciert haben jetzt diesen Herbst, VAR. Die Kamerasysteme können über ein VAR, über eine VAR-Oberfläche ebenfalls für die Schiedsrichter genutzt werden am Spielfeldrand, ohne dass wir zusätzlich ein System nutzen. Natürlich braucht es, um die entsprechenden Winkel zu sehen, weitere Kameras, aber kein zusätzliches System. Das hier kann eingesetzt werden für Fußball und Eishockey und weiteren Sportarten. Nächster Schritt, den wir im 24 angehen, neue Zielgruppe bzw. erweiterte Zielgruppe, den Spieler selber, das, was ihr vorhin Perform gesehen habt, was der Coach sieht, runtergebrochen auf Spielerebene. Der Spieler bekommt im Player Hub den Zugang zu seinen Daten, Bilder, Daten, nach dem Spiel aufbereitet, Möglichkeiten hier gegen ein Abonnementmodell, diese Inhalte selber zu steuern, zu speichern, zu sharen, oder einfach für sich zum Konsumieren, zum selber seinen Fortschritt in einer laufenden Saison oder vergleichbar dann mit der letzten Saison, sich selber zu messen. Und nicht zu vergessen, Social Media, sämtliche Inhalte werden heute so aufbereitet, dass sie direkt auf Social Media gepostet werden können. Und das ist für uns super wichtig, mit der Community zu interagieren. Und wenn ihr hier seht, die Zahlen da bei diesen Vorschaubildern, das ist nicht gefaked, sondern über unsere Social Media Kanäle. Die haben Inhalte, die aus dem Junioren- und Amateurbereich kommen, haben virales Potenzial. Ein kleines Beispiel habe ich euch mitgenommen. Ich habe euch gesagt, es ist ein Community Case. Und das hier lassen wir doch die Community selber sprechen. Ich sage, es gibt keine Mannschaft, die dem Account nicht folgt. Und ich glaube, es pusht uns auch ein bisschen. Wenn man dann eben die Tore des Monats zum Beispiel würde ich sehen und man mal selber dabei ist, die Posts sieht und dann weiss man, mir wird jetzt mal kommentiert, wenn man auf dem Platz steht. Also das ist sicher etwas, was man wahrnimmt, auch bei uns in der Mannschaft. Ja. Voilà, also ein Spieler vom Breitenrhein, den ihr hier gehört habt, den wir in einem Format begleitet haben. Das ist uns wichtig, direkt bei der Community zu interagieren, zu engagieren. Und hier seht ihr die Zahlen von unseren Social Media Kanälen, wo wir seit diesem Jahr, Anfangsjahr gestartet sind mit 3 Personen. Wie wichtig das ist, vor allem dann auch in der Bekanntmachung dieses Produktes, direkt mit der Community im Austausch zu stehen. Zum Schluss nochmal zusammengefasst, wir reden heute von einem Ökosystem, Kamerasystem, Capturing, Streaming, Daten und unsere Produkte. Das ist das, was wir heute mit Red versprechen und am Ende des Tages, und das ist eine wichtige Aussage, wir haben vom Fußball geredet, Eishockey haben wir ungebordet, Tischtennis werden wir im 24, das System heute KI-basiert, automatisiert, können wir heute für 12 Sportarten genau gleich, wie wir es heute im Fußball und Eishockey bereits schon machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Überziehen. Alex, ich denke, das war atemberaubend, von dem hat niemand gemerkt, dass du ein paar Sekunden überzogen hast. Das mit dem Tier 1 und 2, das geht mir noch nicht so richtig rein, weil ihr seid Ringier und der Blick berichtet ständig über Tier 1 und ihr macht hier echt fantastische Sachen und die Zahlen der Abonnenten und Co., die müssen jetzt gesteigert werden, weil ihr seid da. Also werdet ihr jetzt um Tier 1 Rechte auch mitbieten, Challenge League, die ja eigentlich jetzt auch schon auf dem
Level ist, oder? Sollten Mitbewerber da im Saal sein, ich kann wirklich versichern, Tier 1 ist absolut kein Fokus von uns. Ich glaube, technologisch sind wir noch überhaupt nicht so weit. Wir haben es im Eishockey gesehen, das sind tolle Bilder, ja, schon relativ nah, aber die ganzen Emotionen, die dann halt mit Close-ups etc. Stattfinden, die werden wir so nicht hinkriegen. Und uns fehlt das nötige Kleingeld. Das Kleingeld hat ja das Mutterhaus, oder? Von dem her wäre das doch irgendwie, dass man wirklich die Dinge zusammenbringt. Also grundsätzlich ist die Strategie heute ganz, ganz klar. Der Blick, und du sagst es richtig, Tier 1, Fokus auf die großen Sportarten. Und Red, was ja ein fester Programmbestandteil vom Blick ist, kümmert sich um die Tier 2 und Youth Sports. Also ich glaube, die beiden Angebote miteinander lassen sich hervorragend verknüpfen und kombinieren. Und wir sehen ja beim Blick, Tier 1 ist dort ein Thema, Eishockey mit einem Spiel pro Spielrunde, die wir dort haben, Highlights, Super League und auch National League. Also das sind wirklich zwei tolle Produkte, die miteinander, ich glaube, ein Sportpublikum sehr, sehr breit abholen können. Für uns Red, wie gesagt, ist die Positionierung sehr, sehr klar. Alles klar, da hat sich der Claudius einen Tag mindestens gespart, aber sollte zu den Kollegen von Blick TV gehen, selbstverständlich. Selbstverständlich darf Claudius das machen. Ich glaube, die Verbindungen sind sehr nah und kurze Wege werden da ein klärendes Gespräch schaffen. Wunderbar. Ganz lieben Dank, Alex, und lass uns schauen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Ich bin gespannt, atemberaubend, was ihr in einem Jahr hinbekommen habt. Nochmal großer Applaus. Danke.